Ja, ich nehme das direkt auf nach dem letzten Mal. Wir spielen wieder Little Nightmares. Natürlich der letzte Part. Und dann ist das letzte, also das ist wirklich das erste mega große Projekt zu Ende. Convenience Store wird noch ein bisschen mit sich warten lassen. Dafür haben wir ja auch schon, was war's? Lost in Vivo angefangen und nach Convenience Store wird das nächste. Errungenschaft freigeschaltet. Der Gästebereich. Sehr, sehr schön. Und danach wird halt auch das nächste große Projekt auch danach anfangen direkt. Wir haben die Gäste abgeschlossen. Sind nun in den Gemächern der Herren. Ein Gebiet, was im DLC auch noch näher beleuchtet wird, was ich auch irgendwann mal spielen kann. Aber nicht jetzt. Können wir irgendwie nicht hochklettern? Okay. Hier stehen überall Puppen von ihr rum. Bild. Ich kann es jetzt auch schon mal sagen, sie ist auch ein Gegner, das heißt, wenn wir uns ihr jetzt zeigen würden, würde sie uns genauso. Deswegen schön die Ruhe bewahren und vor uns vorbeischleichen. Und sie hat ebenfalls noch eine Statue auf eurem Podest. Das sind Bilder von Kindern. Sind wir vielleicht das Kind? Wer weiß. Gibt viele Theorien zum Game, die stimmen können und auch nicht stimmen können. Wer weiß, wer weiß. Und Bett springen. Und sie hat aufgehört mit Singen. Und sie ist weg. Natürlich, wie in jedem guten Horrorfilm. Aber ich habe auch wieder, auch in diesem Run, das Gefühl, dass wir ein, zwei Gnome übersehen haben. Und vor allen Dingen leider auch nicht alles gefunden haben. Nicht alle Lampen und so. Sonst hätte es mir das, glaube ich, auch angezeigt. Ach, auf die Tür. Zu die Tür. Vielleicht ist hier noch eine Lampe, die ich anmachen will. Oder noch ein Gnom, den ich finden will. Nee. Ey, mein Licht ist instant ausgegangen, ne? Okay, sie verfolgt uns. Okay, nimm die Beine in die Hand und renn, 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 renn. Okay, das war knapp. Das
war mehr als nur knapp. Können wir hier durch? Oder so? Nee. Okay. Erstmal ausruhen und weiter. Und überall sind zerbrochene Spiegel. Jetzt zeigt es eben auch, dass das Spiel halt eben nicht nur 2D ist, sondern auch wirklich 3D gut kann. Den Raum kennen wir ja schon vom Auge, von der Vision sozusagen. Mit dem einen Spiegel. Mit dem wir sie erledigen können. Einfach mal aus diesem Albtraum rauskommen. Da ist sie. Das schreit doch nach Bosskampf. Okay. Ich kann schon mal sagen, die Thematik immer im Licht bleiben. Und den Spiegel auf sie halten. Oh, verdammt. Ich will auch hier nicht verlieren möglichst, weil soweit ich weiß, wenn man jetzt verlieren sollte, muss man den ganzen Kampf nochmal machen. Das hatten wir im letzten Part schon, eine Situation. Okay, 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 okay. Es wird spannend. Hier. Sollte doch mittlerweile auch merken, dass sie uns eigentlich nicht gewachsen ist. Geschafft! Besiegt! Das war's und der Spiegel ist zerbrochen. Und wir haben natürlich wieder Hunger. Oh nein, oh nein. Können wir Licht anmachen oder springen? Nee. Können wir nicht. Ihre Maske ist abgefallen. Ohne Worte einfach. Ohne Worte. Alter. Ich hoffe, dass das Finale vom zweiten Teil auch so heftig wird. Wir haben jetzt sozusagen ihren Platz ein bisschen eingenommen, könnte man fast sagen.
Die letzten wollten uns auch gar nicht mehr angreifen, die hatten einfach nur Angst. Errungenschaft freigeschaltet. Die Räume der Herren. Ja. Sind mit dem Game durch. Bewertung gibt's gleich. Und ich glaube, jetzt kommen nochmal alle Gnome, die wir gerettet haben. Ich glaube, das sind dann auch wirklich alle, die man im Abenteuer gefunden hat. Und ich glaube, 10 kann man finden, aber wir haben nur 9, ne? 3, 4, 5. Ja, wahrscheinlich haben wir genau einen übersehen. Richtig toll. Ah, verdammt. Und das war's mit dem Game. Ich muss sagen, wirklich mit Abstand mein Lieblingshorrorspiel. Was mir das bis jetzt noch kein anderes toppen konnte. Ich habe es damals in der Top 10 Bewertung ziemlich krass kritisiert, was natürlich dem zugutekommt, dass es halt auch nicht das beste Horror-Game ist, was man irgendwie finden kann oder so. Aber es ist vom Stil und alles unfassbar einmalig, unfassbar schön gemacht. Die Details sind großartig. Der Preis ist vor allen Dingen heutzutage mega okay, wenn du die Complete Edition oder sonst irgendwas holst. Dafür, dass du halt 3-4 Stunden Spielzeit hast. Ist es okay, ich habe 8 Parts, glaube ich, jetzt damit füllen können. Und ich finde es unfassbar cool. Dass der zweite Teil, dass die Entwickler vom zweiten Teil gesagt haben, dass sie auch eher nicht so viel aufs Geld achten wollen, sondern einfach ein cooles Spiel rausballern wollen, macht es natürlich auch nochmal sympathisch. Inwiefern das jetzt wahr ist, ist die Frage. Ich muss sagen, mir gefällt das Tempo des Spiels, mir gefällt der Stil, die Schwierigkeit. Und wenn es noch länger gehen würde, würde es, glaube ich, auch nur den Flair kaputt machen. Ich fand den DLC, der DLC ist viel, viel gruseliger, ist viel, viel besser als das Hauptspiel. Aber da wir hier nur das Hauptspiel bewerten, ist es für mich eine 8,5 von 10. Kritikpunkte. Manchmal die Kameraführung, manchmal auch die Grafik, obwohl ich sie eben gelobt habe. Trotzdem ist alles so knetemäßig und auch nicht so komplett gut. Was noch die Steuerung? Die Steuerung hat man ja jetzt eben gesehen. War so, oder im letzten Part war so, das war so irritierend. Man hängt an einer Stelle, die man vorher sofort gepackt hat oder so. Ist es natürlich auch mir zu verschulden. Ja. Und auch einfach, dass das Spiel halt keinen Mehrspielwert bietet. Das hat einem auch so eine Erfahrung, wenn du alles gesehen hast. Ja, ich habe das Spiel vor 2 Jahren oder ich weiß nicht wann das letzte Mal gesehen. Wirklich. Und ich konnte mich noch an vieles erinnern, weil es halt einfach im Gedächtnis geblieben ist. Trotzdem eine 8,5er Bewertung von mir. Ist für mich trotzdem mein absolutes Lieblings-Horror-Game. Und ja, was soll ich sagen? Haben sie einen guten Job gemacht, Bandai Namco. Muss ich jetzt auch sagen. Oder wurde das von dem gepublished? Ich weiß gar nicht. Tarsia Studios und Bandai Namco. Das waren so sehr zwei ziemlich relevante Namen bei dem Spiel. Ja, kann ich einfach nur sagen, genießen wir die schönen Credits und freuen wir uns auf den zweiten Teil, der dann nächsten Monat wahrscheinlich kommt, wenn ich ihn mir geholt habe für einen PC. Und dann habe ich ja nur die PS4-Version, die ich in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch nochmal unboxen werde. Und konnte man nicht auch irgendwie überspringen oder so? Obwohl ich will jetzt nicht die Credits überspringen. Was ja auch noch beim Spiel oben ist, ist der unfassbar gute Soundtrack. Ich habe ja auch die Deluxe Edition von der PS4 zum ersten Teil, nicht nur zum zweiten. Und der Soundtrack ist unglaublich gut. Also sehr, sehr cool gemacht. Wahrscheinlich haben wir das eben schon übersehen oder so, dass das hier irgendwo stand. Produktmanager, PR-Manager, Community-Managers, Italien. Das zählen sie noch die einzelnen Länder auf. Aber sehr, sehr schön. Muss ich wirklich sagen, der Soundtrack ist wirklich
Einer der besten, den ich in jedem Horror-Game gesehen habe. Trade Marketing, ja. Unfassbar schön auf jeden Fall. Natürlich kann ich auch jedem empfehlen, das Spiel selber zu holen. Und ja, was gibt's noch großartig zu sagen? Nicht mehr viel eigentlich. Müssten dann, glaube ich, auch die Credits gleich zu Ende sein. Wie gesagt, Nachkomma, 5er Bewertung. Ach wohl, jetzt kommen noch die Tester, also wir sind wahrscheinlich wirklich gleich durch. Ach, und ich kann schon mal anteasen, was es als nächstes Projekt auf dem Kanal geben wird. Nämlich Spookys Jumpscare Mansion. Ja. Mit den DLCs. Ja, Spookys Jumpscare Mansion, ein cartooniges Horror-Game, was auch viele gruselige Elemente beinhalten wird. Und was auch aber auch unfassbar schön ist. Auch einen unglaublich coolen Stil. Also wir haben sehr viele Stil-Horror-Spiele. Und jetzt beginnt eine neue Musik. Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Kann ich auch nochmal versuchen, den YouTube-Kanal von denen vielleicht in der Beschreibung zu verlinken, weil ich habe den auch aktiv gefolgt bis vor ein, zwei Monaten, als sie damals den Little Nightmares 2 Trailer und so rausgehauen hatten und halt noch die frühen Videos von Little Nightmares 1. Haben jetzt nicht mehr so viel geupdatet, aber ich will auf jeden Fall mal verlinken, damit die auch ein bisschen Support bekommen, weil es ist ein unfassbar gutes Spiel. Es ist wirklich eines der besten Horror Games letzten Jahr, muss ich jetzt auch sagen. Obwohl es eher auf die Atmosphäre natürlich abzielt. Chinesisches Location Team. Es ist doch irgendwann mal durch sein. Dum, 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 dum. Bandai Namco Entertainment Korea. Dass die so viel auflisten. Operated. Customer Service, Promotion, Sales and Marketing, Production Support. Stell dir mal vor, du bist einer dieser Namen, einer dieser Leute. Denkst dir, ja, ich hab's geschafft. Aber ich würde das mega cool finden, an so einem Game irgendwie was machen zu können, so zumindest Ideen zu liefern, aber das kann man ja auch machen. Produkte bei Bandai Namco Entertainment. Mhm. 2017. Und innerhalb von 4 Jahren haben sie es auf die Beine gestellt, ein neues Indie-Game rauszubringen. Weil damals hat es ja als Indie-Game gestartet, hat einen Riesenhype gehabt und jetzt ist ja schon auch etwas größeres Studio. What? Ach, und das ist übrigens das Ende. Präsentiere. Ja, Little Nightmares. Danke fürs Spielen. Ciao.